Liebe Flensburgerinnen und Flensburger, liebe Kinder, liebe Jugendliche, ich wende mich heute zum vierten Mal mit einer Videobotschaft an Sie, an euch. Während woanders in der Bundesrepublik die Fallzahlen sinken, steigen unsere in Flensburg weiterhin an. Unser Inzidenzwert steigt leider weiterhin. Und die Anzahl der Mutationsfälle auch. Stand heute wissen wir, dass die Hälfte aller nachgewiesenen Infektionen Mutationen zuzuordnen sind. Und wir bekommen im Moment täglich die Bestätigung, dass jeder neu auftretende Fall ebenfalls eine Mutation ist. Wir sind im Wettlauf mit der Zeit. Und deshalb haben wir nach langer und intensiver Beratung mit der Landesregierung entschieden, dass es in Flensburg ab morgen, ab dem 20. Februar, zu sehr drastischen Einschränkungen kommt. Es wurde eine Kommunalverfügung veröffentlicht, die Kontaktsperren und Ausgangssperren formuliert. Ab Samstag, dem 20.02., gilt, dass man sich tagsüber nur noch mit Personen aus dem eigenen Haushalt treffen darf. Besuche von Freunden, Bekannten, Verwandten sind für eine Woche lang nicht erlaubt. Ab 21 Uhr gibt es eine Ausgangssperre, die bis morgens 5 Uhr gilt. Es gibt Ausnahmen. Auch die sind auf unserer Homepage veröffentlicht. Dazu gehören unter anderem, wenn man zur Arbeit fährt oder zur Arbeit gehen muss, wenn man die Tiere versorgen muss, zum Beispiel mit dem Hund rausgehen muss, wenn man medizinische Versorgung braucht oder für Menschen mit Handicap, für ältere Menschen, die eine Assistenz zwingend notwendig brauchen. Wir bitten ganz genau, die Kommunalverfügung einmal durchzulesen und genau zu schauen, was ist erlaubt und was ist nicht mehr erlaubt. Unabhängig davon, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist, bitten wir Sie alle, jetzt nochmal alle Anstrengungen zu unternehmen, um Kontakte zu vermeiden. Solange es kein Heilmittel gegen das Virus gibt und solange uns kein Impfstoff so zur Verfügung steht, dass wir davon sprechen können, dass alle Menschen geschützt sind, gibt es nur ein einziges Mittel, das gegen das Virus hilft. Unser eigenes Verhalten. Wir müssen Kontakte vermeiden. Wir müssen Abstand halten. Wir müssen die Hygieneregeln einhalten. Das gilt für jeden Einzelnen, ob zu Hause oder auch auf Arbeit. Wir bitten wirklich darum, mit uns gemeinsam eine Woche lang diese drastischen Maßnahmen durchzuhalten und auszuhalten. Wir müssen dieses Virus eindämmen und das schaffen wir nur gemeinsam. Ich danke Ihnen wirklich sehr, dass Sie mithelfen, dass Sie uns zuhören und uns dabei unterstützen. Wir werden diese Maßnahmen im öffentlichen Raum stark überwachen. Aber ich bin der Meinung, es muss nicht erst zu Sanktionen kommen. Wenn Sie alle mitmachen, dann können wir es gemeinsam schaffen. Vielen Dank.